Guten Tag. Eine neue Ausgabe des Kulturzentrum Staaken, die KUS-Nachrichten, wartet auf Sie. Ich habe mich extra ein bisschen schön gemacht für die bevorstehenden Feiertage. Und ich denke, Sie können davor aber noch mal ins Kulturzentrum Staaken kommen und sich amüsieren, sich ein bisschen befreien von dem, was in der Welt passiert, und dann ganz geruhsam in die Feiertage wechseln. Hallo Leute, Mann, ich bin's mal wieder, euer Dieter Durchblick. Und wisst ihr was? Das letzte Mal in diesem Jahr. Mann, jetzt ist das Jahr auch schon fast wieder vorbei. Aber ein bisschen haben wir ja noch. Ich finde ja, Weihnachten kommt ja immer schneller zu uns. Mann, wisst ihr, hab ich hier viele Leute im Kulturzentrum gesehen. Na, ist ja auch kein Wunder, bei den vielen Veranstaltungen, die wir hier so hatten, mit Musik und Varieté und Theater und alle so eine ganz tollen Sachen. Aber was das Schärfste ist, das ganze Team, ey, na, die waren ja gut drauf die ganze Zeit. Ich glaub ja, das hat denen so richtig Spaß gemacht. Hat man richtig gesehen. Tja, wisst ihr, und wir sehen uns erst wieder nächstes Jahr. Und jetzt noch eine schöne Adventszeit. Und wisst ihr was? Bleibt mal schön gesund, ja? Also, bis denni. Tschüssi Koski. Liebe Nachbarinnen und Nachbarn, ein Jahr geht vorbei, das erste Jahr im Kulturzentrum Staaken, das Sie mit den KUS-Nachrichten verbracht haben, in Treue. Vielen Dank dafür. Gerne weise ich Sie darauf hin, dass am Samstag vor dem ersten Advent, dem 2. Dezember, Eduardo Villegas mit seinen wunderbaren Musikern hier ist, um mit uns eine karibische Weihnachten zu feiern. Am 9.12. ist Donato Plögert da mit seiner Show »Die ganze Welt ist Banane«, womit er sicherlich jetzt schon recht hat. Dann kommt Weihnachten. Dingeling. Und dann beginnt auch schon das neue Jahr. Der Jahresrückblick mit Gerald Wolf in satirisch spitzer Art vorgetragen. Und er erinnert uns an die Dinge von 2023, die wir eigentlich schon längst wieder vergessen haben wollten. Einen kleinen Rückblick empfehle ich Ihnen noch auf die Veranstaltung mit Simone und dem Flotten Dreier. Mein wunderbarer Anchorman Hans-Jürgen Wanke hat heimlich mitgefilmt. Viel Spaß auch bei diesem Erlebnis. Bleiben Sie uns gewogen. Frohe Weihnachten, ein gesundes, friedvolles neues Jahr. Ihr Detlef Kleino. Wer von euch noch träumen kann, hört sich die Geschichte an. Denn ein Und hier sind sie, die berühmten Künstler, der Flotte Dreier und Simone. Hallo! Die erste Hälfte des Konzerts ist zu Ende. Und genau. Wie geht's weiter? Pause? Pause im Kulturzentrum Staaken. Leute, hier ist es so super, ihr müsst unbedingt kommen. Wir haben jetzt noch eine tolle Runde mit super netten Publikum vor uns. Und ab nächster Woche oder übernächste gibt es dann ganz tolle Weihnachtskonzerte hier. Es ist auf alle Fälle ein Besuch wert im Kulturzentrum in Staaken. Bis bald. Tschüss. Ja, Achtung, ihr seid wieder dran. Und? Frohe Anita, Anita. Und? Frohe Anita, Anita. So, das war sie, die neue Ausgabe der KUS-Nachrichten. Ich hoffe und das ganze Team hofft auch, dass Sie schöne Feiertage verleben, dass Sie sich das ganze Jahr über die Nachrichten gefreut haben und die vielfältigen Informationen, die es die gibt. Ich wünsche Ihnen also alles Gute. Sie sehen, ich habe mich inzwischen befreit von der Verkleidung, weil ich denke, vielleicht ist es ganz gut, wenn man nicht das ganze Jahr so rumläuft. Und zum Schluss wie immer einen netten Spruch, und der passt zu heute. Der lautet: Ich habe jetzt genau das richtige Alter,
muss nur noch rausbekommen, für was. Tschüss.